mich in den letzten Jahren meines professionellen Lebens am meisten fasziniert. Viel mehr als irgendein Reperfusionssyndrom oder so. Kennt jemand einen von den beiden? Das ist gut, dann kann ich Ihnen das nachher nochmal zeigen, was das für zwei sind. Jetzt geht's weiter. Ich habe noch andere Conflicts of Interest, die stehen hier. Ich gehe aber mal schnell drüber weg, wie ich im Übrigen ziemlich schnell über alles drüber weggehe. Und wenn es zu schnell ist, bremsen Sie mich einfach. Die erste Frage, die ich mal an Sie habe, und ich brauche es ein bisschen interaktiv, gibt es überhaupt irgendein Medikament, das man einsetzen kann, um das Überleben des Gehirns nach Kreislaufstillstand zu verbessern? Wer glaubt ja? Okay, danke. Wer glaubt nein? Irgendwie ist das so, ne? Deswegen können wir auch ein bisschen schneller drüber weggehen. Komischerweise ist es ja auch leider auch so, wie viel Prozent der Menschen überleben eigentlich einen prähospitalen Kreislaufstillstand im Moment? In den sogenannten zivilisierten Ländern sind das 25 bis 35%. Wer glaubt das? Sind das vielleicht 10 bis 25%? Also in einigen Gegenden kann das schon sein, aber meistens, wer glaubt, es sind 3 bis 10%? Ja, also glaube ich auch. Wir haben 350.000 Tote nach prähospitalem Kreislaufstillstand jedes Jahr in Europa. Da fährt der Rettungsdienst hin. Wir haben heute Morgen gehört, der kommt aber meistens zu spät, weil das Hirn dann schon tot ist. 350.000, das sind 1.000 jeden Tag, das ist so ein großes Gesundheitsproblem, als würden 2 Jumbo-Jets abstürzen, jeden Tag 2 in Europa, das ganze Jahr über. Das ist das Gesundheitsproblem, was wir hier haben. Und was würden wir? Wir würden Milliarden investieren, wenn wir so ein Problem hätten, aber wir haben so ein Problem, nur ist es nicht so spektakulär wie mit den Jumbo-Jets. In Österreich sind es ungefähr 7.000 erfolglose Reanimationen pro Jahr. Also es ist nicht jetzt jeden Tag so ein Flieger, aber so alle paar Tage. Und erinnern Sie sich mal, wie betroffen wir immer sind, wenn ein Flieger abstürzt oder wie bei der Germanwings-Katastrophe, der sogar abgestürzt wurde. Das ist furchtbar und genauso furchtbar ist das Problem, was wir hier haben. Ich habe mal nachgeguckt gestern im Internet. In Österreich gibt es gerade noch 413 Todesfälle durch Verkehrstote. Das ist super. Das war vor 20 Jahren wahrscheinlich 10-mal so viel. In Deutschland ist das eine ähnliche Entwicklung. Und da ist unglaublich viel investiert worden. Die Veranstalter haben mich gestern vom Flughafen mit so einem Tesla abgeholt. Also das ist wirklich alles High-End, kostet unglaublich viel Geld. Da ist viel Geld investiert worden, damit das Problem gelöst wurde. Das ist auch gut so, aber beim Kreislaufstillstand sind wir dann noch weit weg davon. Und da können wir einiges tun. In Europa sind es, wie gesagt, 2 Jumbo-Jets jeden Tag und das ist der Out-of-Hospital-Category Arrest, ist die dritthäufigste Todesursache in den sogenannten zivilisierten Ländern. Das muss man sich mal vorstellen und da muss man mehr tun, als wir bisher tun. Und die Frage ist, was passiert denn eigentlich im Rahmen von Ischämie, also der Patient fällt um, fließt kein Blut mehr und Reperfusion. Und jetzt zeige ich Ihnen ein vereinfachtes Bild. Das Entscheidende ist hier Simplified Scheme. Das ist ganz einfach, was da alles passiert in den Zellen und im Blut und so weiter. Das Dia ist von Herrn Professor Hausmann. Der war mal Max-Planck-Direktor im Institut für Neurologische Forschung, wo ich die Ehre hatte, mal 2 Jahre zu arbeiten. Und der hat übrigens letzte Woche Geburtstag gehabt und ist 79 Jahre alt geworden. Und jetzt ist es so, man kann natürlich einzelne Pathways blocken. Und Sie werden gleich sehen, warum ich da schneller drüber weggehe. Weil wenn Sie ein Pathway blocken, gibt es noch alle möglichen anderen. Und das, was Sie schon alle mal gehört haben, ist Kühlung, reduziert die Gesamtgeschwindigkeit biologischer Prozesse, Inhibierung von Apoptose ist irgendwie wichtig, freie Radikale sind wichtig, Neurotransmitter, exzitatorische Genexpression und auch die Gerinnung. Aber das Entscheidende ist, die Immunsuppression natürlich, das Entscheidende ist, man kann sich entspannen und man kann natürlich Hunderttausende von tierexperimentellen Untersuchungen lesen, die auch alle irgendwie mal ein positives Ergebnis gebracht haben. Aber irgendwie hat es nichts in die Klinik geschafft. Da muss man sich mal überlegen, warum. Da können wir vielleicht drüber diskutieren. Ich will jetzt im Detail nicht drauf eingehen, aber wir können uns entspannen, weil es gibt einen Teil, das modifiziert irgendwie alles und das ist Temperaturmanagement. Also Hypothermie oder Targeted Temperature Management ist positiv. Und da ist dann, und das Bild kennt, wer kennt das Bild? Also ein paar kennen es nicht, ne? Das war in Bonn vor ein paar Jahren, da hat Herr Födisch, der kommt aus Österreich, kommt er nicht sogar aus Graz oder aus Wien, ich weiß es nicht, also ein Anästhesist, er hat im Supermarkt einen Patienten reanimiert, der hatte einen Reinfarkt, war 37 Jahre alt und der hat ROSC erreicht mit seinem Team, der hatte also ein Return of Spontaneous Circulation und
Dann wollten die schon prähospital mit der Intensivtherapie anfangen und haben dem Marktleiter gesagt, sie hätten gerne Eis. Und der kam dann auch mit 3 oder 4 Vanilleeis fürs Team. Da sieht man, wie wichtig Kommunikation ist, weil der konnte das ja gar nicht anders verstehen. Wenn da einer um Eis bittet, dann hat er Eis gebracht. Und die haben den dann gekühlt und 3 Tage später war der wieder fit und ist wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die diesem Produkt ihr Leben zu verdanken haben. Also Temperaturmanagement ist wichtig, weil das viel besser als jede pharmakologische Intervention im Rahmen der Reperfusion. Übrigens 60-70% ist nur so eine Randbemerkung aller Leute, die da draußen umfallen, haben einen Herzinfarkt und müssen deswegen so schnell wie möglich in ein Herzzentrum, wo man einen Herzkatheter machen kann. Deswegen empfehlen wir, die in Cardiac Arrest Zentren zu bringen. Aber das nur mal so am Rande. Für mich ist die Frage dann immer gewesen, die letzten Jahre, und ich habe mich wirklich ganz lange mit Reperfusion und molekularen Mechanismen beschäftigt, was bringt denn eigentlich noch, was zusätzlich zum Temperaturmanagement, vielleicht ist Magnesium, vielleicht ist es Xenon, vielleicht auch irgendwie so Winterschlaf, Hibernation ist Winterschlaf, Glibenclamid ist jetzt ganz in, oder auch die Verbesserung der mikrozirkulatorischen Reperfusion, also der Reperfusion in den ganz kleinen Gefäßen, da werden wir jetzt gleich vielleicht auch noch ein bisschen mehr aus anderem Zusammenhang hören. Und jetzt geht er auch wieder ganz schnell drüber weg, weil die meisten Untersuchungen gibt es welche, die zeigen positive, dann gibt es wieder welche, die zeigen negative Effekte. Magnesium, wenn man es zusätzlich zur Hypothermie gibt, scheint was zu bringen. Sie sehen, im hippocampalen CA1-Sektor sind die Neuronen irgendwie besser am Leben als da oben. Und auch Edelgase scheinen was zu bringen, mindestens bei jungen Ratten, wenn man die im Rahmen der Reperfusion einsetzt. Und dann gibt es aber auch wieder andere. Achso, dann gibt es natürlich Feasibility Studies, die zeigen, in der Klinik kann man Edelgase auch einsetzen zur Beatmung von Patienten. Es gibt aber auch andere Untersuchungen, die haben zum Beispiel wieder Helium und Argon bei Ratten untersucht, das waren ja auch Ratten, und haben festgestellt, es bringt leider überhaupt gar nichts. Also in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns immer und da kann man natürlich publizieren, man kann sich mit diesen Publikationen auch habilitieren, das ist wahrscheinlich auch alles wichtig, aber das Entscheidende ist ja, was kommt zum Schluss beim Patienten an? Und je länger ich in der Forschung aktiv war, umso mehr war mir das Letztere dann auch wichtig geworden. Und da gehe ich dann gleich auch nochmal drauf ein. Und wir haben vor ein paar Jahren, das ist schon verdammt lang her, auch mal untersucht, ob die Aktivierung der Blutgerinnung irgendeinen Effekt hat im Zusammenhang mit der Reperfusion des Gehirns und haben festgestellt, wenn man Thrombolytikum gibt nach Kreislaufstillstand in der Reperfusion, dann verbessert das die mikrozirkulatorische Reperfusion im Gehirn. Und dann waren wir total begeistert und happy, weil auch andere haben ähnliche Effekte in ihren Untersuchungen gezeigt. Also die kann man sich ja auch vorstellen, die Virchow'sche Trias, so Stase, Veränderung des Gefäßendothels und Hypoxie führen zu Blutgerinnung. Ist eigentlich logisch, dass da irgendwas in der Mikrozirkulation passieren muss. Und das haben wir dann versucht, auch in die Klinik umzusetzen. Wir haben dann die Troika-Studie gemacht und ich glaube Graz, mindestens Wien, hat sich da auch beteiligt. Es war ein Riesending, weil wir haben über 1000 Patienten nach prähospitalem Kreislaufstillstand eingeschlossen. Wir hatten mit 70 Ethikkommissionen zu tun. Wenn Sie mal mit einer Ethikkommission zu tun hatten, dann wissen Sie, was das bedeutet. Das war fast schwieriger, als die ganze Studie durchzuführen. Und das Ergebnis ist, konnten wir dann auch entsprechend charmant publizieren. Es war aber kein positiver Effekt zu sehen. Also auch uns ist es nicht gelungen, die Dinge, von denen wir im experimentellen Setting überzeugt waren, auch in die Klinik zu transferieren. An dieser Stelle gibt es viele Gründe, warum das so war. Wir hatten kein Heparin dabei, das war vielleicht ein Fehler, auch kein Aspirin, aber darüber will ich jetzt gar nicht mit Ihnen reden. Das sind die Ergebnisse. Kein großer Unterschied, zum Glück auch kein großer Unterschied bei den Blutungen. Was allerdings zu beobachten war, obwohl wir gesagt haben, Patienten mit Lungenembolie schließen wir nicht ein, weil die wollen wir offenlysieren, die wollen wir nicht mit einem Placebo behandeln, wenn sie reanimationspflichtig sind, sind trotzdem ein paar mit Lungenembolie da eingeschlossen worden in die Troika-Studie. Und Sie sehen, eine Lungenembolie konnte man nur überleben in dieser Riesenstudie und wahrscheinlich ist in der Realität auch so ähnlich mit einer gewissen Einschränkung, wenn man ein Thrombolytikum bekommen hat während der Reperfusion, also während der Reanimation nach Kreislaufstillstand. Und die Troika-Studie hat wenigstens eins gebracht, sie hat nämlich dazu geführt, dass das dann auch in die Guidelines übernommen wurde. Wir empfehlen das ja, Thrombolyse während der Reanimation bei Verdacht auf Lungenembolie. Wissen kann man es ja erst, wenn man CT oder sowas macht, das hat man ja prähospital nicht. Neurologisches Ergebnis war ein Tick besser in der Tenecteplase, also in der Lysegruppe, das war aber irgendwie leider alles nicht signifikant. Die Frage ist, hätten wir Heparin, Aspirin oder alle möglichen Plättcheninhibitoren noch dazugeben sollen, kann man darüber spekulieren, ob jemals nochmal so eine Riesenstudie gemacht wird, das weiß ich nicht, das ist wirklich viel Arbeit, sowas. Und deswegen
komme ich jetzt mal zurück auf andere experimentelle Ansätze. Das mit der Kühlung ist schon irgendwie wichtig und Kühlung machen ja auch Winterschläfer, die machen Hibernation oder Hibernation und da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, ich gehe jetzt aus Zeitgründen mal ein bisschen schneller drüber weg, die alle zeigen, dass wenn man irgendwelche Medikamente oder Hormone oder Peptide einsetzt, die einen Winterschlaf induzieren, dann ist das protektiv für Hirn und Herz und auch da haben wir selber und viele andere einige Untersuchungen dazu gemacht, die waren alle immer positiv. Der Haupteffekt dieser ganzen Geschichte ist aber wahrscheinlich, dass diese Medikamente, die man geben kann, die man übrigens auch beim Menschen geben kann, auch der Mensch hat ein ähnliches Hormon, das zum Winterschlaf führt, wenn man es nur hoch genug dosiert einsetzt, das Neurotensin. Und diese ganzen Hormone machen alle auch eine Temperaturreduktion. Und dann kann man natürlich nicht mehr ganz genau auseinanderhalten, muss man ja vielleicht auch nicht, ob das jetzt die Temperaturreduktion ist, die protektiv ist im Rahmen der Reperfusion oder ob es die Medikamente an sich sind. Die wirken alle irgendwie tierexperimentell und das kann vielleicht auch irgendwann mal auf den Menschen übertragen werden. Erythropoietin, das ist auch das Wundermittel der letzten 10 Jahre in der Reanimationsforschung gewesen. So nach dem Motto, was beim Fahrradfahren hilft, das hilft vielleicht auch im Rahmen der Reperfusion nach Kreislaufstillstand. Und da gab es einige positive tierexperimentelle Untersuchungen. Wir waren die einzigen, die eine negative Untersuchung publiziert haben. Und da kann ich Ihnen berichten, es ist immer echt ganz einfach, eine Untersuchung zu publizieren, die ein positives Ergebnis hat. Es ist aber ungefähr 20 Mal schwerer, eine Untersuchung zu publizieren, die kein so tolles Ergebnis hat. Und das führt vielleicht auch zu einer sogenannten Publication Bias und führt vielleicht auch ein bisschen manchmal in eine falsche Entwicklung. Wir haben unser negatives Ergebnis vor 10, 15 Jahren publiziert und sind dafür auch kritisiert worden, weil alle haben gesagt, das kann doch gar nicht sein. Wir und andere haben positive Ergebnisse und dann gab es einige klinische Studien und jetzt eine Meta-Analyse und die haben letztendlich unsere Ergebnisse bestätigt. Das bringt leider überhaupt nichts. Also auch da muss ich die Hoffnung dämpfen, dass das irgendwas Positives bringt im Rahmen der Reperfusion. No improvement in neurological outcomes and increased incidence of thrombotic events. Also das Zeug ist prokoagulatorisch und wir können es nicht empfehlen im Rahmen der Reperfusion nach Kreislaufstillstand. Und auch die Fahrradfahrer sollten sich merken, das ist prokoagulatorisch und macht vielleicht Thrombosen. Ich habe in der Literatur jetzt nochmal aktuell nachgeguckt und da gibt es Glibenclamid, das ist ja früher, weiß nicht, wird heute noch für Diabetesbehandlung eingesetzt, macht auch so ein bisschen eine Präkonditionierung, macht irgendwelche Kaliumkanäle auf und zu, das bringt es vielleicht. Aber ich bin nicht sicher, je länger ich mich damit beschäftige, weiß ich immer nicht, ist das jetzt gerade wieder so eine Welle von positiven Dingen, ist das jetzt gerade wieder in und deswegen steht es überall in der Literatur oder ist das wirklich nachhaltig? Das werden wir dann mal sehen. Im Moment gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen, na, das sind diese grauen Dinger, sind Glibenclamid, das andere sind die Normothermen-Kontrollen. Das scheint was zu bringen, dieses Glibenclamid, Improving Survival and Neurological Outcome bei Ratten nach 10 Minuten Asphyxic Cardiac Arrest ist das hier. Auch andere haben das gezeigt. Also in diese Richtung kann man vielleicht denken, aber ansonsten haben wir alle recht gehabt bei der Umfrage hier am Anfang. So richtig was bringt, ist irgendwie noch nicht da. Also vielleicht in der Pipeline, vielleicht das Glibenclamid, vielleicht auch diese Neurotensine, die einen Winterschlaf induzieren. Das ist ja schon faszinierend, wenn man sich vorstellt, man schickt die Menschen, die eine Reperfusion kriegen, in Winterschlaf und dann sind die irgendwie geschützt. Aber da sind wir noch ein bisschen weit weg. Und deswegen möchte ich nochmal zurückkommen auf was ganz Banales, was mich die letzten Jahre sehr viel mehr fasziniert, weil es, glaube ich, sehr viel effektiver ist als all diese Riesenprojekte, die wir in der Vergangenheit immer im Zusammenhang mit der Reperfusion gemacht haben. Und da komme ich zurück auf Kuvenhoven und Knickerbocker und der Guy Knickerbocker, das ist dieser junge Mann hier, der ist jetzt bald 90, der lebt noch, den habe ich letzt getroffen mit seiner Frau und der freut sich, was aus seiner Entdeckung Anfang der 60er Jahre geworden ist. Da haben die nämlich die moderne Reanimation wiederentdeckt. Und damals haben sie geschrieben im JAMA, all that is needed is 2 hands. Also alles, was man braucht, sind 2 Hände. Und das haben wir alle und nicht nur wir, sondern auch natürlich alle Laien, also alle Profis und alle Laien haben irgendwie 2 Hände. Und deswegen ist die Frage, was ist eigentlich am wichtigsten im Rahmen der Reperfusion? Was ist das Wichtigste im Rahmen der Reperfusion nach globaler Ischämie aufgrund eines Kreislaufstillstands? Und da frage ich Sie jetzt mal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das ist eigentlich logisch, oder?
Ja, Herzdruckmassage, sagt die junge Dame. Hat jemand noch andere? Bitte? Time is non-toxic, sagt man ja auch, ne? Also die Zeit ist wichtig, weil schauen Sie mal hier, der professionelle Rettungsdienst, wann ist der in Graz dann jetzt hier, wenn wir den jetzt anrufen? Wann ist der hier? Also bestimmt jemand aus Graz da, oder? Wann ist der hier? Kommt auf die Tageszeit drauf an. Sagen wir mal um 10 Minuten vor 3 am Freitagnachmittag. Ja, hier in 10 Minuten würde ich. 10 Minuten, okay, also hier, da, ne? Wann fängt das Gehirn an zu sterben? Nach 2 bis 3 Minuten. Zum Glück sind wir ja alle hier, ne? Hier kann ja gar nichts passieren. Aber meistens sind Menschen da, wenn ein anderer einen Kreislaufstillstand hat. In 60-70% ist das der Fall. Also, es gibt hier ein Zeitfenster für die Laien. In dem Fall wären das ja hier keine Laien, sondern wir sind ja alle Profis, Bystander-Reanimation. Das Brain, sage ich schon fast, kann nur für 3 bis 5 Minuten überleben. Das Gehirn überlebt nur 3 bis 5 Minuten. Und der Rettungsdienst, der kann machen, was er will. Selbst wenn der in 6 Minuten da ist, kommt er zu spät. Und noch besser kann der Rettungsdienst gar nicht werden. Das ist illusorisch. Wenn Laien mit einer Reanimation anfangen, also wenn Laien mit einer Reperfusion, das ist ja unser Thema heute, anfangen, dann ist das Überleben 2 bis 4 Mal besser. Deswegen steht das so auch in den neuen Leitlinien. Das hier ist übrigens der Dispatcher. Telefonreanimation empfehlen wir. Man kann in einer Minute einem Laien erklären, wie die Herzdruckmassage geht. Und das bringt es richtig, weil die müssen das nur 7 Mal machen, diese Leitstellendisponenten. Dann haben sie ein Leben gerettet. Das heißt, wenn wir von 10 Minuten ausgehen, heißt es 70 Minuten Arbeitszeit eines Leitstellendisponenten kann ein Leben retten oder rettet ein Leben. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Und ich frage mal so, gibt es hier im Raum jemand, der auch mit 70 Minuten Arbeitszeit ein Leben retten kann? Das schaffen wir alle nicht. Das ist total effektiv. Gibt es das in Graz? Ja, super. Gibt es das in ganz Österreich? Super. In Deutschland 30%. Das ist ein Jammer. Also wir sind noch Entwicklungsland, also wir in Deutschland. Gut, jetzt gehe ich mal weiter. Ach so, ich komme zurück zu den beiden. Der hier war 12 Jahre, als er vor 4 oder 5 Jahren in der Gesamtschule in Hennef bei Köln, der hatte einen Herzfehler, der war auch bekannt. Aortenisthmusstenose, ist operiert, dann haben sie ihm einen Schrittmacher reingesetzt, aber der war begeisterter Fußballer, stand im Tor und hat einen Ball voll auf die Brust gekriegt und dieser mechanische Impuls hat Kammerflimmern bei ihm ausgelöst. Kann ja mal sein, gerade wenn man eine Pathologie hat. Ist der umgefallen, ist blau angelaufen, war in der großen Pause. Viele Lehrerinnen und Lehrer, viele Schüler waren da. Was ist passiert? Ich höre nichts. Die haben den Rettungsdienst gerufen, immerhin. Das hat aber 12 Minuten gedauert, bis der kam. Irgendwann kam ein Lehrer an und hat was gemacht. Ich habe es heute Morgen schon mal an anderer Stelle erzählt. In Deutschland, wenn man einen Führerschein macht, muss man so einen Erste-Hilfe-Kurs machen und das Einzige, woran man sich erinnert, ist die stabile Seitenlage. Kennt jemand einen Menschen, der sein Leben der stabilen Seitenlage zu verdanken hat? Frage ich dann immer gerne mal. Also ich gebe keine randomisierten Untersuchungen. Ich will auch jetzt nicht in die Ausbildungskurse der Hilfsorganisation zu sehr eindringen, aber ich glaube, man muss andere Schwergewichte legen und da sind wir jetzt im Moment auch dabei. Zum Glück war die auch beim Roten Kreuz seit dem 8. Lebensjahr in Wiederbelebung ausgebildet und die hat dann ihre Freundin genommen. Die wusste sofort, was sie machen muss, war für die wie Schwimmen oder Fahrradfahren, das war in denen drin, obwohl sie es noch nie beim Menschen gemacht haben. Die haben dann so gut reanimiert, dass der irgendwann nicht mehr blau war, sondern rosa und hat die Augen aufgemacht. Schon mal erlebt, wenn sie gut reanimieren? Kann passieren. Das Hirn hört nicht nur auf zu sterben, wenn man reperfundiert sofort, sondern es kann auch wieder anfangen zu funktionieren. Und dann hat der die angeguckt und dann haben die Mädels einen Schreck gekriegt und haben wieder aufgehört. Also wieder blau angelaufen, dann haben sie wieder weitergemacht. Und das ging so 2-mal, 3-mal, dann kam der Notarzt, dann haben die ihn defibrilliert, der hatte noch Kammerflimmern, weil wenn man frühzeitig mit einer Laienreanimation anfängt, ist die Kammerflimmerrate nicht 20%, sondern sehr viel höher. Und dann haben die ihn gekühlt und nach 2 Monaten war der wieder zurück in seiner Schule und dann seitdem ist er einer der Besten in seiner Klasse. Und seine Mutter, die habe ich dann mal getroffen zusammen mit ihm und die Kea war auch dabei und die Stimmung war so, dass wir alle wussten, er wäre nicht mehr am Leben, wenn sie nicht da gewesen wäre. Und seine Mutter sagte dann, es muss eine Bürgerpflicht sein, dass jeder weiß, wie man reanimiert und dass man das dann auch macht. Und dann haben wir 4 Jahre später, das hat uns so einen richtigen Impuls gegeben,
Wir haben in Deutschland die nationale Kampagne zur Wiederbelebung initiiert. Schülerausbildung möchten wir deutschlandweit ausführen. Und der Grund ist auch einfach der, schauen Sie mal, die Laienreanimationsquote in Deutschland war 2013 20%, also Rumänien war noch schlechter. Österreich weiß ich nicht, wie war Österreich damals, wahrscheinlich so ähnlich. Aber viele anderen waren besser und wir haben dann irgendwie angefangen, was zu tun. Wir hatten als Beispiel die Dänen, die haben nämlich in 10 Jahren es geschafft, die Laienreanimationsquote von 20% auf 50% zu erhöhen. Die haben auch die Schülerausbildung in Wiederbelebung eingeführt und die haben damit das Überleben nach prähospitalem Kreislaufstillstand verdreifacht, innerhalb von 10 Jahren verdreifacht. Sowas kenne ich von keiner anderen Krankheit und das ist immerhin die dritthäufigste Todesursache. Und ich kenne das auch von keiner anderen Intervention im Rahmen der Reperfusion nach Kreislaufstillstand. Ein politischer Erfolg, wenn man das mal so hochrechnet, wären das 300.000 Menschenleben jedes Jahr in der Welt. Das sind, ich glaube, in Syrien sind jetzt 250.000 umgekommen, ne, in den letzten Jahren im Krieg. Also das ist schon eine Zahl hier. Und das langfristige Überleben ist übrigens auch besser. Die kommen auch seltener in ein Pflegeheim. Und all diese Untersuchungen hat dieser junge Mann hier gemacht. Der heißt Christian Krackholm und der ist noch Student gewesen, als er das alles gemacht hat und hat es dann im New England Journal publiziert. Also man muss früh anfangen, sage ich mal. Auch die Schülerausbildung in Wiederbelebung, die Ausbildung in Wiederbelebung muss früh anfangen. Wir haben zum Glück mittlerweile die Unterstützung der WHO, die unser Statement 2015 endorsed hat. Wir haben das jetzt auch in den Guidelines. Wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Es gibt ein Ausbildungskonzept vom Deutschen Rat für Wiederbelebung. Und schauen Sie mal, in Deutschland sind wir mittlerweile auch schon nicht mehr bei unter 20%, sondern bei 37% durch unsere Aktionen. Und unser Ziel ist 50% in 2020. Das wäre dann so eine ähnliche Entwicklung wie in Dänemark. Und wir würden damit jedes Jahr 10.000 Menschenleben zusätzlich retten durch diese Intervention im Rahmen der Reperfusion. Und zum Schluss noch ein paar Bilder und da sehen Sie unseren ehemaligen Gesundheitsminister und schauen Sie mal, wer das, kennen Sie noch die beiden? Die helfen uns jetzt natürlich immer, ne? Nick und Kehr, prüfen, rufen, drücken, in Hirschhausen, kennen Sie vielleicht auch in Österreich, du kannst Leben retten. Wir haben immer schönes Wetter, wenn wir das machen. Und das hat sich auch auf weitere Länder ausgebreitet, da Österreich ist noch so ein weißer Fleck, schauen Sie mal. In 5 Ländern ist es Pflicht, in 16 ist eine Empfehlung. Wir haben auch gezeigt, wir haben auch 10 Punkte zusammengestellt, wie das geht. Und so ein kleines Video zeigt das noch. Es dauert genau eine Minute. Eine Minute. Mal sehen, ob es geht. Ja, super. Did you know that cardiac arrest is the third cause of death in the world? Surviving to a cardiac arrest is primarily a matter of time. And all of us, really all, can do something. Like what? Cardiopulmonary resuscitation can save a life. Today, you can learn CPR also in your school. You just need to know 10 fundamental principles. Everyone can save a life. Even children can save a life. Up to 2 hours of CPR training a year for school children is enough. Sind jetzt die 10 Prinzipien. Das ist Nummer 2, das Nummer 3. To learn CPR, you can use ordinary everyday objects. Annual training of school children should start by the age of 12 years or earlier. Teaching CPR can also be a fun assignment, so that you can share what you have learned with those who are close to you, parents, brothers and sisters, and friends. You can learn CPR in many places, and from many different teachers. The governmental institutions should support CPR national programs, and every National Resuscitation Council should do the same, promoting the Kids Save Lives campaign. Learning how to save a life means growing up and becoming more responsible within your community, but also helping your own country grow, supporting those who strive for our health. So, saving a life is child's play, and we can all give a hand. Haben wir mit den Italienern zusammen gemacht. Also Leben retten ist ein Kinderspiel, auch für Erwachsene, sage ich immer. Wir machen ab diesem Jahr den World Restarter Heart Day am 16. Oktober und das ist meine Zusammenfassung. Reperfusion, da brauchen Sie eine frühe Interaktion durch Bystander oder Laien oder First Responder. Bei den Drugs bin ich noch ein bisschen zurückhaltend. Temperaturmanagement ist wichtig. Denken Sie auch dran, die müssen in ein Herzzentrum, nicht in irgendein Kreiskrankenhaus, wo man kein Herzkatheter machen kann. Und das ist für mich das Allerwichtigste, ist auch eine Investition in die Zukunft. Macht übrigens auch Spaß.
Wenn Sie also mal frustriert sind, wenn Sie im Gesundheitssystem arbeiten, gehen Sie einfach mal in die nächste Schule und trainieren Schüler, dann hört die Frustration sofort auf. Vielen Dank. Und übrigens, wir haben auch prominente Unterstützer. Ne? Und ich habe mich vorhin gefragt, wann wird Herr Kurz dann mal mit einer Reanimationspuppe zu sehen sein? Aber das frage ich die Österreicher. Vielen Dank. Herzlichen Dank, sehr anschaulich propagiert. Gibt es Fragen aus dem Auditorium zum Reperfusionssyndrom? Eine Frage, die ich zum Neurotensin hätte, das Sie mehrfach erwähnt haben, deswegen frage ich es, ist das der einzige Mechanismus für Hibernation oder steckt da nicht noch etwas mehr dahinter, dass wir es nur auf das herunterbrechen können? Also Neurotensin ist ein Hormon, was tatsächlich zur Temperaturreduktion führt. Wir haben das in abgewandelter Form auch schon in zahlreichen Experimenten eingesetzt. Dummerweise geht das immer nur ein paar Minuten, dann geht die Temperatur wieder hoch. Man muss also kontinuierlich infundieren. Und was das macht tatsächlich eine Protektion im Rahmen der Reperfusion nach globaler Ischämie, wahrscheinlich auch nach fokaler, also nach Stroke oder Herzinfarkt oder so. Und wahrscheinlich hat es nicht nur protektive Effekte durch die Kühlung, die ist aktiv medikamentös induziert, sondern auch selbst. Aber das ist alles noch nicht so ganz klar, soweit ich das weiß. Aber ich glaube, das ist eine faszinierende Vision, dass man irgendwann sich, ist ja sozusagen ein Naturheilmittel, dass man sich die Winterschläfer, das Konzept der Winterschläfer zunutze macht, um damit auch zu therapieren und zu heilen.